Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meines Fallout 4 Vault-Tec Let's Plays. So, wir haben jetzt beim letzten Mal hier oben noch den dritten und wahrscheinlich letzten Ausgang aus unserer Vault bzw. Eingang gefunden und ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt gehen wir nochmal hier unten weiter und scrappen da auch nochmal, was geht, damit einfach sauber ist und wir Rohstoffe haben vor allem auch. Wobei wir hauptsächlich Eisen und Beton finden, von dem wir eigentlich eh erstmal zumindest genug haben. Genug kann man, glaube ich, nie haben. Also zumindest nicht sehr schnell. So, das Skelett kriegen wir hier auch nicht weg. Ich meine, so eine richtige Vault kann man ja hier drin irgendwie eh nicht bauen, weil keine Teile hier reinpassen. Das wird dann eher so ein kleiner Außenbereich im Grunde. So eine kleine Werkstatt, die irgendwie außerhalb der Vault, aber immer noch in diesem Tunnelsystem stattfindet. Oder so. So, dann müssen wir jetzt... einen anderen Weg gibt es gar nicht, oder? Genau, nee, dann gehen wir jetzt hier lang. Und schauen mal, ob wir hier noch was aufzuräumen haben. Ich habe echt keine Orientierung gerade. Okay, hier haben wir ein bisschen Uran. Die Mauer hier geht nicht weg. Hier ist es radioaktiv. Und hier liegt Schnaps. Whisky. So. Ah, da ist der Unruhestifter, der radioaktive Herd. So. Okay, wo sind wir jetzt hier? Den lagern wir, den Bugle. Was haben wir denn hier? Ah. Okay, Essen. So. Aha, und jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir ja schon, oder? Das war jetzt ein Rundgang. Moment mal. Ist das noch eine Wand, die man wegreißen kann? Ach so, nee, das führt in diesen Tunnel, in diesen... mit den Pilzen. Aha. Was ist denn das für ein Summen? Hört ihr das auch? Das kommt von hier irgendwo. Das ist ein unangenehmes Geräusch. Warum ist das da? Es war doch vorher nicht hier, oder? Das ist mir noch nie aufgefallen. Kommt das aus unserer Vault? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist der Basketballkorb. Aber warum der jetzt Geräusche macht, das weiß ich nicht. Hier gibt es doch sicher tolle Sachen zu blutzen. Komisch. Komisch. Komisch, komisch. So, hier haben wir diesen komischen, hässlichen Gang. Aber na gut. Sowas werden wir, glaube ich, öfter machen müssen. Aber ich suche was anderes. Ich suche diesen Gang, wo die ganzen Skorpione drin waren, mit dem ganzen Uran überall. Was machst du hier? Das ist nicht dein Zimmer. Du wohnst hier nicht. Hier wohnt XJ9 oder wie er heißt. So. Wo geht's denn wirklich? Ich dachte, Das entspricht schon eher dem, was ich gewohnt bin. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es hier in diese Skorpionmine geht, aber tut's das nicht? Tut's das vielleicht eh? Ich weiß es ja gar nicht. So, Moment. Hier sind wir schon lang gegangen, oder? Und haben hier aufgeräumt. Ah ja, hier ist das Wasserloch. Okay. Hier habe ich vor, einen Strand zu bauen, habe ich mir schon gedacht. Unheimlich, wo kommst du her? Dass man hier im Grunde dann so eine Öffnung macht, mit so einer richtigen Walltür, die man dann öffnen kann. Hier wird vielleicht mit einer Wand ein bisschen abgegrenzt, damit man, naja, obwohl, vielleicht kann man den sogar sehen. Und dann macht man hier so ein paar Strandschirme und eine ganz helle Beleuchtung und macht hier so ein bisschen Beach Flair und dann kann man da schwimmen gehen. Schwimmen ist ein gutes Training für das Herz-Kreislauf-System. Nein. Vielleicht nicht in solchem Wasser. Warum? Das Wasser ist doch wunderbar. Das Wasser ist nur leicht radioaktiv. Ist doch perfekt. Ja, okay. Vielleicht, aber ich finde die Idee trotzdem lustig, dass man hier so einen Badestrand macht, so einen unterirdischen. Ich glaube, ich werde das durchziehen.
Einfach nur so. Aus Wahnsinn. So. Ich gehe mal ins Baumenü. Nicht, dass hier irgendwelche Gesteine vielleicht schon abgebaut werden können und ich übersehe es, weil ich nicht im Baumenü bin. Okay. Ah ja, hier sind wir im radioaktiven Tunnel. Ich habe mir ja fast irgendwie auch schon gedacht, ob man nicht hier, also hier, auch so einen Vault-Ausgang macht und dann kommt man quasi aus der Vault in dieses System hier, in diesen Vorraum. Und hier sind dann so die Slums so ein bisschen. Hier baut man dann ein paar Holzhütten, alles ist ein bisschen dreckig und so die Hinterlands. Und man lässt hier einfach ein bisschen Uran und dann ist es hier so die Uranmine. Vielleicht. Ist andererseits auch ein bisschen gemein. Aber man könnte es machen. Mal schauen. Ich lasse mal das Uran jetzt hier hängen, weil das irgendwie auch ganz cool aussieht. Ist halt super radioaktiv wie Sau. Aber man könnte theoretisch auch schon witzige Sachen hier drin machen. Naja. Jetzt gehen wir mal zurück in unsere Vault und bauen da ein bisschen weiter. Ernten wir gleich noch ein paar leuchtende Pilze. Ich höre komische Geräusche die ganze Zeit. So, home sweet home. Bin ich froh, wieder hier zu sein. Da draußen ist es unheimlich, ich sag's euch. Dass Vater von einem Ort wie diesem kam. Das wussten sie natürlich schon. Es war eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Na dann. So, was macht ihr hier? Würden hier echt Wunder wirken. Also. Die stehen hier rum und sind unheimlich, wie sich das gehört. Gut gemacht, Leute. Weitermachen. Wenn etwas Wichtiges wie Wasser fehlt, dann gibt es auch hier Chaos. Das hättest du sehen sollen. Aus den Raidern haben wir Kleinholz gemacht. Die kommen nicht mehr wieder. Okay. So. Zweites Stockwerk. Unten sind wir jetzt im Grunde fertig. Ich muss mal Kupfer kaufen, damit wir Beleuchtung machen können. Hier haben wir diese Spielhalle. Die ist eigentlich ganz cool, so wie sie ist. Die kann man so lassen. Kann ich eigentlich diese Automaten auch benutzen? Vielleicht gewinne ich. Jetzt werden wir reich. Glückserhöhung hinzugefügt. Okay. Kriegen wir jedes Mal eine Glückserhöhung, wenn wir uns da hinsetzen? Nee, aber wir haben unten, als wir uns an den Vault-Computer gesetzt haben, haben wir auch schon eine Erhöhung von irgendwas bekommen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ob uns die angezeigt wird bei Special. Charisma 12. Kann man sich irgendwie anzeigen lassen, wie das genau berechnet wird? Irgendwie nicht, oder? Schade. Mich würde interessieren, warum wir 12 Charisma haben und 12 Glück. Finde ich ja cool. Hört sich gut an. Ah, hier könnten Perks dabei sein, die wir vielleicht... Ups. Verdammt. Die wir vielleicht kriegen, wenn wir hier die Dinger benutzen. Aber bis wir die jetzt finden, weil es stand ja auch irgendwie nur Glückserhöhung dahinter, sonst nix. Ne, mal schauen, ob es einen Perk gibt, der Glückserhöhung heißt. Stand da überhaupt Glückserhöhung? Ich weiß es nicht. Moment, ich bin total blöd. Nee. Bei G haben wir nur groß und schwer. Na schön. Aber Moment mal, vielleicht sollte ich mal so ein Powerrad benutzen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie eine permanente Stärkeerhöhung oder so. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ausdauererhöhung hinzugefügt. Wenn die Bewohner an der Oberfläche ausgestorben sind. Ausdauererhöhung hinzugefügt. Ist das jetzt permanent? Jetzt hätte ich mal gucken sollen. Ah, nee, schaut, meine Glückserhöhung ist jetzt schon wieder weg. Vorher stand da nämlich in Klammern plus und 12. Und jetzt steht hier in Klammern plus und 8. Naja. Okay. Experimente stattgefunden.
So, Kindergarten. Ja. Ach, hier gibt's doch gar keine Kinder in der Vault. Was soll denn das? Aber meinetwegen, dann machen wir hier einfach so einen Spielbereich und so einen schulartigen Lernbereich. Ist jetzt mein Plan. Dann stellen wir hier nämlich ein paar von diesen Bänken hin und ein paar von diesen Stühlen. Und da vorne kommt dann irgendwie so eine Art Tafel. Ich weiß noch nicht genau, wie wir eine Tafel simulieren, weil sowas gibt es ja im Grunde nicht. Ist nicht vorgesehen. Und da drüben machen wir dann irgendwie Couchen und kleine Tischchen und Spielzeug, ganz viel Spielzeug. Ja, warum nicht? So, Tische. Im Grunde, ich muss umdenken. Wir sind ja, ich meine, wir können ja jetzt die Gesellschaft ganz neu formen und neu strukturieren, wie wir wollen, wie wir es richtig finden. Wir sind nicht mehr an irgendwelche Normen und Altwelt-Lasten gebunden. Wir können jetzt die Schule bauen, wie wir es für richtig halten. Und deswegen mache ich alles genauso, wie es jetzt ist. So. Ich platziere die Tische dann schon noch ordentlich. Ich mache jetzt nur mal 3 in jede Reihe und auch gleich noch die Stühle. Die Stühle sind aber bunt bei uns, würde ich sagen. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil es so viele verschiedenfarbige Stühle gibt. Ups, so, bin schon wieder da. Das war gerade ein Verklicker von mir. Ich bin auf diese komische Share-Taste gekommen. Ja. So, weißer Stuhl kommt hier irgendwo hin. Pinker Stuhl, roter Stuhl. Oh Gott. Ich musste lachen, weil roter Stuhl und dann, hahaha. Wegen Pupi und so. Ach, was rede ich denn hier schon wieder? So, halt die Klappe, bevor du noch dich in Schwierigkeiten bringst. So, so einen Orangenstuhl habe ich jetzt, glaube ich, nicht gebaut. Oder ist das der gleiche? Dann habe ich so einen hier nicht gebaut, oder? Ja, genau. Dann komm du her. Und du kommst weg. Und du kommst hier hin. Und jetzt arrangieren wir das alles nochmal schön. Also erstmal müssen wir schauen, dass die Tische einigermaßen... Das heißt, ich stelle jetzt alle Tische genau hier auf diese Linie. Okay, aber wie viel Abstand ist zwischen den Tischen? Zwischen den Tischen. Naja, das passt schon, mein Gott. Wir planen einfach hier für die Zukunft. Es könnte ja sein, dass doch mal Kinder in die Vault kommen und dann sind wir froh, dass wir hier so schöne Klassenzimmer und Kindergarten eingerichtet haben. So, der muss weiter rüber. Außerdem haben wir ja Sean hier. Ich meine, Sean kann uns zwar Lasergewehre mit unendlich Munition bauen, das ist natürlich auch schon nicht schlecht, aber er ist trotzdem ein Kind und muss unterrichtet werden. Oder so. Ich versuche gerade irgendwie verzweifelt einen Grund dafür zu finden, warum wir hier so einen Kindergarten bauen, obwohl wir keine Kinder haben und wahrscheinlich auch nie welche kriegen werden, außer Sean. Aber es ist schwierig. Na gut, auf jeden Fall ist es hier jetzt eine schöne bunte Klassenzimmer-Sitz-Ecke-Geschichte. Was auch immer. So, wie kriegen wir jetzt hier eine Tafel an die Wand? Gibt es hier Teile, die wie eine Tafel aussehen? Gibt es Metallteile, die wie eine Tafel aussehen? Metallwände. Ich weiß nicht, wie ich da drauf überhaupt komme. Nee. Auch eine Betonwand, glaube ich, ist keine gute Tafel. Naja, wird schon eher Sinn machen. Man kann auf Beton zumindest mit Kreiden, glaube ich, super zeichnen. Ich stelle hier mal so eine Wand hin. Ich stelle die jetzt mal hier hin und dann schauen wir mal. Vielleicht, ich gehe jetzt mal auf Dekoration, vielleicht, ja, keine Ahnung, nee. Ich habe
überlegt, ob vielleicht ein großes Gemälde aussieht wie eine bemalte Tafel quasi, sowas hier. Aber nee, glaube ich nicht, dass wir das machen. Nö, ich glaube, vielleicht lasse ich das wirklich einfach so. So, dann stellen wir hier hinten mal einfach eine Waltgirl-Statue hin. Weil, warum nicht? Wir brauchen hier ein Motivationsplakat. Und zwar... America lives on in you. Das ist ein kindgerechtes Plakat. Auch hier... Sauberkeit ist Gutheit... Surface never walled forever. Nee, das steht jetzt hier. Ich stieb die ein bisschen weiter ins Eck. Trotzdem hängen wir das Plakat vielleicht ein bisschen näher hier ran. Und hängen dann vielleicht hier noch eins dazwischen. Und zwar Safety First. Ist auch eine wichtige Botschaft für Kinder. Oder so, wahrscheinlich. Wenn die verstehen, was damit gemeint ist. Eat well, live well. Stay fit and stay focused. Ja, machen wir hier so eine kleine Propagandawand. Da wird sich Waltek freuen oder so. Gut. Das brauchen wir nicht. Statuen brauchen wir nicht. Hier stellen wir neben jeden Tisch einen Aschenbecher, damit die Kinder rauchen können während des Unterrichts, oder? Haha, nee, natürlich nicht. Auch keine Kerzen. Das gibt nur Brandblasen. Stellen wir Kinderkrippen auf? Ich meine, warum nicht alle Kinder kommen hierher? Unter anderem vielleicht auch mal Babys. Und die werden dann einfach hier so in die Ecke geschmissen und ignoriert, bis die Eltern wiederkommen. Perfekt. Naja, Pädagogik muss erst neu erfunden werden. So. Hauptsache, wir haben hier mal Wiegen jetzt. Vielleicht stelle ich hier so einen lustigen Spielzeugflamingo rein. Yay! Warum denn eigentlich nicht? Warum denn nicht wirklich? Und auch ein paar Pflanzen. Dann sieht es gleich alles viel fröhlicher aus. Auch hier so neben die Tafel. So. Ja. So eine Stereoanlage, wenn man mal irgendwie was hört oder so. Für einen Bewegungsunterricht, Tanzen und so. Mülleimer darf natürlich in keinem Raum fehlen. Und zwar unter den Sauberkeits- oder so. Leicht neben den Sauberkeitsplakat. Vielleicht wird die Stereoanlage besser geeignet. Wir können ja vielleicht noch eine Disco oder sowas bauen, wo dann die hier reinkommt. So, dann kommt hier nämlich ein Teppich hin, auf dem sich die Kinder austoben und spielen und so. Das ist ein Teppich besser als so ein harter Boden. Oder auch wenn sie beim Tanzen mal fallen, fallen sie weicher. So, was muss man denken. Okay, Dekoration, Teppiche, Bodenbeläge. Nehmen wir diesen, passend zur Wand, glaube ich, gibt es doch diesen Teppich, oder? Ja, schon ziemlich. So. Wundervoll. Das werden wir noch mit Spielzeugen und so auslegen. Okay, wir brauchen hier ganz viel Regale. Damit die Kinder dann auch Ordnung lernen und alles wieder da einräumen können, wo sie es herhaben. Das ist wichtig. So. Ich habe das zum Beispiel nie gelernt. Ich bin unordentlich wie Sau und finde nie irgendwas. Deswegen gibt es hier extra viel Regale, in die ständig ununterbrochen Sachen einsortiert werden. Okay. So, vielleicht machen wir niedrige Regale, dass die Kinder auch rankommen. Auch die kleineren schon.
Rückenerkrankungen sind unter Erziehern echt weit verbreitet. Das ist kein Witz, weil die ganze Zeit auf so winzigen Stühlchen an winzigen Tischchen sitzen und in so niedrige Regale greifen. Die sind oft ziemlich schnell körperlich ziemlich kaputt. So. Das passt schon, da kann man ganz schön viel einräumen und dekorieren. Es besteht keine Gefahr, dass die Regale umfallen und Kinder zerquetschen. Ah, ich bin gut in sowas, oder? Ich glaube, ich sollte doch irgendwie noch Lehrer oder sowas werden. So. Und wir stellen hier noch einen Fernseher hin, falls wir jemals wieder irgendwie Videokassetten oder Fernsehtechnologie entwickeln, haben wir hier in unserem Fernseher in unserem Klassenzimmer ein und können gleich Hightech so richtig den Unterricht starten. Stellen wir hier vielleicht noch ein paar Hocker hin, kann man sich hier auch noch so ein bisschen hinsetzen als Kind und drüber stolpern und sich hier furchtbar wehtun. Perfekt. Ah, und irgendwie bräuchten wir jetzt hier was Hohes, wo wir einen Projektor hinstellen. Das wäre noch cool. Vielleicht stellen wir hier noch sowas hin, so ein Regal einfach, keine Ahnung. Da ist Zeugs drin, was auch immer. Und darauf stellen wir jetzt diesen Projektor. Ah, das geht leider nicht. Doch, das geht. Na, das ist gut. Na, komm. Das ist nämlich ein guter Platz für so einen Projektor. Dann kann man hier vorne an die Betonwand auch noch irgendwas projizieren. Vielleicht stellen wir den Fernseher ein bisschen woanders hin. Vielleicht stelle ich die Pflanze woanders hin. Die stellen wir hier hin. Dann kann hier neben die Tafel der Fernseher. Hier haben wir den Overhead-Projektor. Nein, ist ja kein Overhead-Projektor, aber den Beamer. Cool. Sieht doch schon ziemlich cool kindermäßig aus. Hier wird Spielzeug und sowas eingeräumt. Hier kann man toben und schlafen und hier kann man lernen und schlafen. Gut, Licht gibt es dann wie immer später. Gibt es vielleicht irgendwelche Bilder? Natürlich, wir hängen noch ein paar Katzen- und Hundebilder an die Wand. Oder Hunde- und Katzenköpfe. Nee, machen wir nicht. Wir wollen hier eine friedliche, zivilisierte Generation aufziehen und das Ödland verändern. So, noch ein Hündchen. Ja, ich glaube, das passt. Oder hängen wir noch dieses wunderschöne, kindgerechte, creepy Pedophile-Bild auf? Dann schreiben wir drüber irgendwie so, Big Brother is watching you. Das hängen wir vorne an die Tafel. Das ist der Lehrerersatz. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ist nur ein Scherz. So. Ach ja, und auch hier, nee, komm. Ist doch egal, ist schon gut. Ist schon okay hier drin. Ist eigentlich sogar echt besser geworden, als ich dachte. Da kann man echt was damit anfangen. Ich hoffe, die Pflanzen sind nicht giftig für Kinder, aber das werden wir rausfinden. So. Dann setzen wir hier noch eine Tür ein. Und dann ist der Kindergarten im Grunde auch schon fertig. Struktur. Tür. Okay. Cool. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier, gut, hier hinten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich würde gern einfach hier hinten Wände hinbauen und fertig. Jetzt bin ich aus Versehen aus dem Baumenü raus. Ja, aber die Wände wollen wieder nicht. Das war ja das Problem. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das Problem, oder? Aber ich habe einen Plan. Vorsicht! Wir könnten hier die Dinge einbauen. Eventuell, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Weil hier diese hängenden Böden was dagegen haben. Oder? Liegt es an denen? Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche mal hier normale Böden hinzubauen. Das geht irgendwie nicht. Warum kann ich hier nichts hinbauen? Warum ist jetzt das alles verschwunden? Oh nein!
Ich hatte hier so ein... Ach, verdammt, das ist ziemlich doof von mir gewesen. Ich hoffe, das kriegen wir, das können wir wieder hier so hinbauen. Oh, bin ich blöd. Ich glaube, das Teil war's. Das kriegen wir doch unmöglich wieder hier hin platziert. Doch! Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, oh, jetzt ist da oben aber ein Loch. Ah ja, weil das zu hoch ist. Das müsste eins niedriger. Dann müsste hier ran. Verdammt. Das habe ich jetzt ganz schön vermasselt gerade. Ah, shit. Okay, jetzt passt's. Okay, und jetzt muss aber... Oder muss das weiter nach vorne? Ich glaube, es passt doch noch nicht. Ich glaube, so wird's passen. Oh, vorsichtig. Junge Dame. Okay, jetzt passt's. Hui. Naja, ist ja nochmal gut ausgegangen. Und hier war hoffentlich eh nur normales Zeugs. So. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Hier unten kann ein Gang entlang laufen. Damit bin ich cool. Der geht nämlich in den nächsten Bereich. Ja, komm. Aber darüber hätte ich gerne hier so eine Kurve, die dann abschließt. Damit da oben ein geschlossener Raum ist und fertig. Und deswegen hätte ich hier gern Eckteile. Ach so, doof von mir. Dann müssen die ja wieder raus. Sonst geht's schon gleich gar nicht natürlich. Okay, cool. Ich musste echt ein Geländer hinbauen. Ach so, nee, da fehlt ein Bodenstück. Okay. Dann machen wir hier wieder so einen hängenden Boden hin. Ja, ist echt eine gefährliche Stelle. Ist mir auch gerade passiert. So. Cool, trotzdem muss da echt ein Geländer hin. Safety first. Okay. Wir produzieren ein paar wunderbare Hörspiele. Du solltest sie dir mal anhören. Dann ist es da oben nämlich abgeschlossen und hier unten geht's dann weiter. Hier geht's dann wahrscheinlich über so einen breiten Tunnel oder so. Treppenhaus nach unten. Mal schauen. Das wird schon ganz cool. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Und da kann man noch irgendwie mit Bilder oder so. Oder vielleicht macht man hier so eine kleine grüne Gartenlandschaft. Ich weiß es noch nicht. So, habe ich hier noch kein Licht? Doch, es wirkt zu dunkel da drin. Okay. Ziemlich cool. So, genau, der Kindergarten ist fertig. Moment, ist hier eine Glasscheibe drin? Ja, hier ist sogar eine Glasscheibe drin. Licht brauchen die halt noch, aber wir haben kein Kupfer. So, wir sind jetzt eh schon wieder gut in der Zeit. Ich habe schon wieder die Zeit übersehen, aber das war's wert. Das passt schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier jetzt die zweite Etage noch ein bisschen auf Vordermann bringen und die restlichen Räume noch dekorieren. Also vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.